Unser musikalischer Gast arbeitet eigentlich als Controller, aber seine Leidenschaft ist die Musik und da ist er erfolgreicher Autodidakt. Für seinen neuen Song, in dem er einen Schicksalsschlag verarbeitet hat, arbeitet er mit Nadine Pirmanow zusammen, die bei The Voice of Germany auf sich aufmerksam gemacht hat. Gleich hören wir die beiden in einem wunderbaren Duett, das Thomas Rodenbach geschrieben hat. Sensibel mit eingängigen Melodien. Dafür stehen Thomas Rodenbach und seine Musik. Klavier, Gesang, Komposition, all das hat er sich selbst beigebracht. Für seinen neuen Song suchte er eine Frauenstimme und fand sie, Nadine Pirmanow. Die Sängerin mit rumänischen Wurzeln hat bereits in Voice of Germany gut abgeschnitten. Nun präsentieren Thomas Rodenbach und Nadine Pirmanow gemeinsam einen neuen Song. Gefühlvoll und mit einem ernsten Thema. Und jetzt hören wir sie hier bei uns auf der Abendschaubühne. Thomas Rodenbach im Duett mit Nadine Pirmanow, Shine a Light. Shine a light, shine a light. I'll never will forget that rainy day in April 2002. All this memory is still alive. Why did you leave me? Why did you leave me here right now? In a world full of pain, a world so cold and dark. Bei uns auf der Abendschaubühne und jetzt sind Nadine und Thomas bei uns auf dem Sofa. Hallo, hi. Freut mich. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hallo, setzt euch gerne. Shine a Light, ja. Toller Song. Danke. Dankeschön. Und ja, er erzählt ja ein Schicksal, das euch beide verbindet. Aber davon wusstet ihr von Anfang an noch gar nicht. Vielleicht fangen wir dann vorne an, wie es überhaupt dazu kam. Thomas, warum hast du diesen Song geschrieben und wusstest dann, ich möchte ein Duett draus machen? Ja, es ist mittlerweile schon fast ein Jahr her, wo ich den Titel geschrieben habe. Tatsächlich auch zur Weihnachtszeit. Zeit, wo man ja auch ein bisschen in sich geht. Und ja, ich habe den tatsächlich mal gedacht, ich möchte etwas schreiben, was halt auch mich persönlich auch ein bisschen auch an ein bestimmtes Thema verbindet. Und den habe ich eine Ballade geschrieben und habe den auch für meine Mutter geschrieben, dieses Lied. Genau, meine Mutter ist gestorben, da war ich 30 Jahre alt und das hat mich natürlich sehr geprägt, auch in den Folgejahren. Und der Titel war an für sich direkt als Ballade auch ausgelegt, deswegen habe ich da eine Duettpartnerin gesucht und bin da auch ins Internet gegangen. Heutzutage kann man das ja machen, einfach bei Instagram googeln. Ich habe eingegeben, The Voice of Germany, Sängerin, und tak, 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 kamen dann einige Sängerinnen dann halt. Und da haben wir uns dann ein Produzent und ich halt einige Sängerinnen angeschaut. Und die Nadine war tatsächlich diejenige, die halt stimmlich dann hängen geblieben ist. Mhm. Danke. Und die mich auch sehr berührt hat einfach mit der Stimme, die sehr gut gepasst hat. Genau, und im Nachhinein habe ich dann halt auch gelesen über sie, dass sie halt das gleiche Schicksal wie ich auch erfahren hat. Mhm. Sie hat mit
19 Jahren auch ihre Mutter verloren. Mhm. Genau. Also noch sehr viel jünger. Wusstest du aber eben beim ersten Kontakt, um was es genau geht, was für ein Song? Er hatte mir halt nur gesagt, dass es ein sehr persönlicher Song ist. Und dann habe ich da reingehört und dachte mir, okay, wow, das ist schön, schon wirklich sehr persönlich. Mhm. Und ich liebe sowas auch. Ich selber schreibe auch Songs und wollte selber auch über diesen Titel, also über diesen Titel sag ich, über dieses Thema sprechen. Hab auch im Vorfeld einen Song, der ist übrigens auch auf einer CD, die wir jetzt gleich mal erwähnen wahrscheinlich, drauf. Der heißt Mama, den habe ich auch also über den Tod meiner Mutter geschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein Perfect Match, das passt. Mhm. Das kann man sehr gut zusammen machen. Und das ist diese CD, Shine a Light, genau, heißt sie, die ihr mit ganz vielen Menschen zusammen ja gemacht habt, um auch zu helfen anderen Betroffenen, ja, richtig? Genau, also eigentlich gab es am Anfang erst diesen einen Titel, Shine a Light, und gemeinsam mit unserem Label ist dann eigentlich auch die Idee geboren, dass wir gesagt haben, wir wollen halt auch anderen Betroffenen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, halt auch helfen oder ein Zeichen setzen, so nach dem Motto, okay, ihr seid nicht alleine. Mhm. Und einfach auch Hoffnung geben auf der anderen Seite, weil Shine a Light ist ja auch was Positives halt, das kann man ja auch in verschiedene Richtungen deuten. Und so ist eigentlich der Gedanke entstanden, halt auch eine CD zu erstellen. Und da konnten wir über das Label halt sehr viele andere Künstler glücklicherweise mit bewerben quasi. Und wer ist alles mit drauf? Unter anderem die Katie Kelly von der Kelly Family oder genau Diana Herold kennt man, glaube ich, auch im Münchner Umfeld halt auch ganz gut. Mhm. Und ja, sind wir eigentlich stolz halt auch auf diesen Sampler. Und der Sampler soll halt auch was Positives bewirken. Und zwar wollen wir halt auch mit den einen Teil der Erlöse halt auch Trauerzentren in Deutschland, die wollen wir halt in diese Richtung halt auch erstatten, dass wir da was Gutes bewirken einfach. Mhm. Wie wichtig ist dir diese Aktion auch, weil du es ja sehr, selbst weil ich selbst jung war, genau. Und ich habe halt selber auch eine kleine Schwester, die war zu dem Zeitpunkt 13. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, wie mein Herz geblutet hat, dann dieses Kinderherz, wie das bluten musste, als ich ihr ins Gesicht gesagt habe, so, unsere Mutter ist jetzt tot. Und ich weiß, dass sie bis heute damit zu kämpfen hat. Und das ist ja auch, das macht ja auch etwas mit einem, ne? So mit mir persönlich ja auch. Mhm. Ich habe die ganze Zeit irgendwie am Anfang nur funktioniert, habe ich das Gefühl gehabt, bis ich dann meine eigene Wohnung hatte und alles Mögliche realisiert habe. Und dann kam das halt, ne? Dann hat man halt psychisch auch schwer mit sich zu kämpfen gehabt. Und ich denke, dass wenn man halt dann Kindern Mut machen kann, dass man direkt sagen kann, hör zu, du bist nicht alleine. Dieses Thema ist halt leider, ne, Mittelpunkt unseres Lebens. Jeder muss sich halt früher oder später mit dem Thema beschäftigen. Finde ich es sehr, sehr, ja, ich finde, Kinder muss auf jeden Fall da der Vordergrund, also auf die Kinder muss da der Vordergrund liegen, finde ich. Und brauchen ich. Unterstützung. Die brauchen Hilfe, Unterstützung. Genau. Und ihr unterstützt die Helfenden dadurch dann durch diese Aktion. Ich wünsche euch dafür ganz viel Erfolg mit dem Song. Und ihr habt ja Shine a Light auch für den ESC-Vorentscheid für 2024 eingereicht. Ja. Genau. Das ist eine spannende Geschichte. Und je nachdem, wie weit es da geht, vielleicht hören wir uns dann nochmal wieder. Ich wünsche euch dafür alles Gute, danke, eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank für den Song und die Aktion. Dankeschön. Danke für die Einladung.